Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Rebuy Unpacking. Ich freue mich richtig, richtig doll wie ein kleines Kind. Ich habe seit langem mal wieder eine Bestellung bei Rebuy getätigt und ja, das Paket stand jetzt auch 2, 3 Tage ungeöffnet bei mir rum, weil es musste auch erstmal irgendwie so der richtige Tag sein, wo das passt mit dem Video drehen. Und das ist echt so richtig krass, wenn das Paket hier steht und dann denkst du, oh Gott, nein, jetzt willst du auch noch warten, weil ich wollte es ja natürlich mit euch zusammen vor der Kamera auspacken und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an, dieses Päckchen aufzuschneiden. Ich mache das ja grundsätzlich so bei einer Rebuy-Bestellung, dass ich da sammle über ein paar Monate. Also ich mache wirklich nur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt meine dritte Bestellung überhaupt ist, je bei Rebuy. Ich glaube die dritte oder die zweite. Jedenfalls packe ich da wirklich über Monate hinweg Sachen in den Warenkorb. Manchmal denke ich auch, ich packe die dann wieder raus, wenn ich der Meinung bin, naja, eigentlich brauchst du das doch nicht so dringend. Yay. Das sieht schon mal gut aus. 1000 Gutscheine, die kein Mensch braucht. Und ja, ich habe für die Bestellung insgesamt 113 Euro bezahlt und ein paar zerquetschte. Und ja, würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ah, genau, mit dem schönen Stück. Und zwar stand das schon auch länger bei mir auf der Wunschliste von Jennifer E. Stepp, Frostkurs, Mythos Academy, Band Nummer 1. Diese broschierte, weiße, schöne Taschenbuchausgabe. Und das schaut echt richtig, richtig gut aus. Gut, ein kleines bisschen schmuddelig ist es, aber das ist nicht schlimm. Weil, genau, ein paar Leseröhren hat es auch, aber ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, was ich hierfür bezahlt habe. Ich weiß das jetzt nicht alles aus dem Kopf und weiß auch gar nicht. Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig doll bei den anderen, wenn die ihre Päckchen auspacken, weil mir geht es eigentlich vorwiegend um die Bücher und um die Geschichten selbst. Ah, sehr gut, genau. Hannah kennt das Seelenhaus aus dem Römer Knauer Verlag als Hardcover-Ausgabe. Gefällt mir hoffentlich gut, also zumindest gefällt es mir vom Klappentext, was ich von der Geschichte gehört habe. Ich habe das schon 1000 Mal in die Kamera gehalten bekommen und habe jetzt das schon wirklich 2, 3 Monate oder so im Warenkorb gehabt bei meinem Rebuy-Warenkorb und freue mich auf jeden Fall richtig doll auf diese Geschichte. Und dadurch, dass ich das immer so lange sammle, muss ich sagen, ist das für mich jetzt selber nochmal wie so eine kleine Überraschung und wie Weihnachten. Ach, Mac Wallitzer, die Interessanten. Das Buch habe ich auch schon länger auf meiner Wunschliste. Ich glaube, das sage ich jetzt auch bei jedem zweiten, dritten Buch. Und ja, die Taschenbuchausgabe scheint auf den ersten Blick ganz okay zu sein. Klein, ja, also wie gesagt, ne, so Kleinigkeiten sind hier immer mal dran. Aber ich habe immer so Alkoholtupfer, die ich, wenn die abgelaufen sind, auf der Arbeit mit heimnehme. Und dann kann ich die Bücher auch noch mal so ein bisschen bearbeiten. Ja, auch ein schöner Roman. Danny Atkins, Die Achse meiner Welt aus dem Drömer Knauer Verlag. Auch wieder Taschenbuchausgabe. Und Danny Atkins schreibt ja auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so Lebensgeschichten, so nach dem Sinn des Lebens. Ein bisschen mit Tiefgang und Gefühl. Und ja, sehr schönes Cover auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt ein großes Hardcover. Ah, Alles Licht, das wir nicht sehen, aus dem CH Beck Verlag als Hardcover. Richtig, richtig gut. Schaut sehr schön aus. Da habe ich übrigens ein Rätsel gesehen von der lieben Mona vom Bücherwunder und Camille. Die haben das Buch echt richtig, richtig doll hoch gelobt. Es geht hier wohl um eine Kriegsgeschichte. Es dreht sich ums Überleben im Zweiten Weltkrieg und ich hatte ja in der letzten Zeit wirklich häufiger Romane dabei, die auch mal im Ersten Weltkrieg sowohl als auch im Zweiten Weltkrieg gespielt haben und ich finde es immer mal schön, ja hier auch mal was liegen zu haben, was Tiefgründiges, was mit Emotion und Gefühl und ja, sowas finde ich sollte man auch in seiner kleinen, heimeligen Bibliothek immer mal zur Auswahl haben. Sehr schön am super Zustand auf jeden Fall. Das Lesebändchen, ah, was mir hier gerade auffällt übrigens, dieses Lesebändchen ist ja hier immer so geknickt und so reingelegt. Das schaut aus, als wenn das echt noch gar nicht gelesen wurde. Das, ja, kann ja sein, ne? Ja, schönes Cover, sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Ah ja, super Autorin, Nina George, das Lavendelzimmer. Und zwar habe ich auch aus dem Drömer Knauer Verlag, habe ich ja das Traumbuch von ihr gelesen und ich war so mega positiv überrascht und der Schreibstil war krass, ohne Ende, super mega gelungen, gefühlvoll, tiefgründig und deswegen habe ich gedacht, jetzt willst du auch gerne ein Buch von ihr lesen.
Also überhaupt, was sie halt schon rausgebracht hat. Und das Lavendelzimmer hatte auch sehr, sehr gute Bewertungen. Das hatte ich schon in mehreren, ja, Rezensionen oder überhaupt Videos geschaut. Und ja, freue mich auch hier sehr drauf. Ich weiß gar nicht genau, worum es geht, um ehrlich zu sein. Also ich habe keine Ahnung. Ein Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Aha. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so richtig gefühlvoll und emotional einhergeht. Sehr schön, freue ich mich sehr drüber. Ah, genau. Und von Robert Seethaler, Der Trafikant. Ebenfalls ein kleiner Klassiker, denke ich. Und zwar geht es hier, ich habe keine Ahnung genau, worum es geht, auf jeden Fall die Geschichte des jungen Franz, seiner Liebe zu Aneska und seiner Freundschaft mit Sigmund Freud im Wien der 30er Jahre. Ich habe das Buch ebenfalls bei der lieben Mona von Bücherwunder gesehen, hat übrigens einen richtig coolen Buchschnitt, so schön türkis, habe ich irgendwie gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt, aber macht nichts, freue ich mich sehr drauf. Mona hat auf jeden Fall sehr davon geschwärmt und ich weiß nur, dass mir die Geschichte unglaublich zugesagt hat, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr so ganz detailliert an jede kleine Einzelheit erinnern kann. Auf jeden Fall auch hier freue ich mich sehr drauf. Soll ein guter Autor sein. Ah, und von Ian McEwan, Abbitte aus dem Diogenes Verlag. Ein schönes Taschenbuch. Ich mag die Bücher aus dem Diogenes Verlag sehr. Diese Cover finde ich cool. Das Buch scheint auch in einem ganz guten Zustand zu sein. Also ich habe wirklich, glaube ich, die meisten Zustände einfach nur gut, selten mal sehr gut angeklickert. Und muss sagen, ich habe bislang noch keine schlechten Erfahrungen mit Rebuy gemacht. Und hier hat die liebe Vilja vom Kanal Vilja van Book sehr von geschwärmt. Und dann habe ich das schon mal in den Warenkorb gepackt gehabt und daraufhin habe ich das wirklich in so vielen Videos jetzt schon in die Kamera gehalten bekommen, was auch mein Kauf dieses Buches nochmal bestätigt hat. Und hier geht es ja auch wieder im Jahre, wo geht's? Es spielt um 1935, also auch wieder so Vorkriegsjahre. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch und hoffe, dass ich es bald lesen kann. Und dann haben wir noch eins von dem Diogenes Verlag, Anthony McCartan, Englischer Harem. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich weiß nur, dass ich das auch in irgendeinem Video gesehen habe mit unglaublich guter Bewertung. Und dann habe ich es ebenfalls schon seit langer, langer Zeit in den Warenkorb, gelegt. Oh Gott, worum ging es denn noch? Eine junge Frau zu ihren Eltern, untere Mittelschicht in London nach vor Ort. Achso, bla bla bla. Ja, eine scharfsinnige Liebesgeschichte mit Dialogen geschliffen wie feines Kristall steht hier auf dem Klappentext. Seine Geschichte ist vor allem ein Aufruf zur Toleranz, eine Analyse des Andersseins, die Formen des Lebens und Liebens beleuchtet, die unsere Kultur nicht kennt. Ah ja, okay. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so genau immer diesen Inhalt jedes einzelnen Buches, aber das klang unheimlich spannend. Ja, ein Buch, ich zeige euch das Cover, es heißt Seelenficker. Richtig toller Titel. Natascha, ich weiß gar nicht, ist das jetzt die Autorin? Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, so einen Hang zu Büchern, die psychisch irgendwie so ein bisschen, naja, was auf dem Kerbholz haben, sage ich mal. Und ja, habe da auch mehrere Bücher im Moment so im Warenkorb, habe da auch schon ein paar, bei anderen YouTubern halt im Video gezeigt bekommen. Und ich glaube, dieses Buch habe ich jetzt erstmal bei Amazon entdeckt, habe es dann aber doch bei Rebuy günstiger bekommen. Und das ist ein wahnsinnig dünnes Büchlein. Oh Gott, ich dachte jetzt schon, hier hat einer reingekritzelt, aber das ist nicht so. Also das, ich zeige euch das mal eben. Ihr seht das hier, ne? So. Also das ist da reingedruckt und man sieht das hier immer nur am Rand. Ich dachte jetzt im ersten Moment, oh Gott, da hat einer die ganze Zeit reingemalt. Es hat wahnsinnig wenig Seiten. Gut, ein Buch ohne Seitenanzahl. Nee, hier steht es. 110. Das ist das Nachwort. 108. Hier steht nur irgendwas von wegen, ich bin clean. Also, um es mal kurz und knapp zu sagen, hier geht es um irgendein Mädel mit einer richtig krassen Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob es nicht auch hier um das Borderline-Syndrom geht. Auf jeden Fall verkauft sie ihren Körper. Ich glaube, sie geht sogar anschaffen in Drogen. Und genau, irgendwas mit Kinderstrich, Drogengewalt.
Ach so, genau, und das ist übrigens ein, wie sagt man, Erfahrungsbericht, ne? Also es ist autobiografisch. Und das finde ich immer extrem beängstigend, interessant, spannend, gefühlvoll, emotional, erschaudernd, wenn genau solche krassen, heftigen Geschichten auch ja, einfach erzählt werden, wer sie selbst erlebt hat, das ist Wahnsinn. Das Cover ist echt mega abschreckend, aber ich sehe hier auch gerade, sie hat ja auch so einen Schnuller um den Hals. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und auch sie ritzt sich, ne? Die Arme sind so eingeritzt. Und das macht einem schon Angst. Also das Cover finde ich echt eigentlich mega abschreckend, muss ich sagen. Also furchtbar. Aber mich hat das einfach interessiert und ich möchte einfach ein bisschen mehr ja, über solche Dinge lesen. Da habe ich irgendwie im Moment so Bock drauf. Ja, Catherine Pankel, die Augen, nee, die gelben Augen der Krokodile aus dem BTB Verlag. Ebenfalls ein Buch, was ich neulich erst in einer Rezension gesehen habe, deren Inhalt mich unheimlich angesprochen hat. Und da wurde auch geschwärmt, ich weiß gar nicht, ob es nicht auch Mona war vom Bücherwunder. Also ja, sie ist schuld an so einigen Käufen hier bei Rebuy aktuell. Es geht um zwei Schwestern. Es ist auf jeden Fall ein Bestseller aus Frankreich. Und die eine ist klug, die andere ist schön, die eine schreibt einen Roman und die andere gibt sich als Autorin aus. Auch interessant. Womit keiner rechnet, ist die Liebe und dass der Roman zum Bestseller wird. Naja, ich bin mal gespannt. Das Buch schaut auch ganz gut aus, so vom Zustand her. Taschenbuchausgabe ist auch wieder, naja, klar, mit Leserillen gespickt und so ein bisschen schon vergilbt, aber das macht nichts. Ich freue mich da trotzdem drüber. Jetzt muss ich mal zusehen, wie ich das hier alles stapele. Langsam wird es etwas knirsch und eng auf dem Tisch. Ja, ah ja, genau. Das ist ebenfalls ein Roman von Sarah Crossan Breathe, Gefangen unter Glas. Ich glaube, das spiegelt auch so schön. Ist so eine echt hübsche broschierte Taschenbuchausgabe. Und zwar geht es hier um eine Welt ohne Sauerstoff unter einer Glaskuppel, streng von der Organisation überwacht, die künstlich Sauerstoff produzieren kann. Gibt es halt nur wenige Überlebende. Und unter anderem geht es hier um diese zwei Teenager. Und es, ja, gibt ein Aufeinandertreffen und was in einem tödlichen Konflikt endet. Die Geschichte klingt sehr spannend und ich glaube, das ist eine Dilogie oder auch sogar eine Trilogie. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe auf jeden Fall schon den zweiten Band irgendwo auf meine Merkliste, glaube ich, habe ich die gesetzt. Das mache ich immer ganz gern bei Amazon. Ich glaube, meine Wunschliste hat gerade 170 ja, Elemente. Und das ist echt mega krass. Aber wie gesagt, ich lasse die da halt immer so ein paar Monate drin. Und wenn ich dann das nächste Mal nach ein paar Monaten wieder so eine etwas größere Bestellung tätige, dann entscheide ich, interessiert mich das Buch noch, habe ich da Bock drauf, lohnt sich das? Und dann selektiere ich das halt auch wieder aus. Und wenn ich der Meinung bin, nein, das interessiert mich wirklich, oder wenn ich jetzt, wie gesagt, so eine Reihe anfange und das packt mich, dann will ich natürlich wissen, wie es weitergeht, ist ja klar. Und von daher sammelt sich das dann immer so langsam an. Ah ja, oh, ein Buch, was wirklich schon echt mega lange auf meiner Wunschliste ist. Und zwar von Julia K. Stein, Liebe kann man nicht googeln. Es ist schon Monate her. Da habe ich das bei der lieben Anne von dem Kanal Goldschrift gesehen und sie hat da so von geschwärmt. Und ich weiß, wenn Anne ein Buch empfiehlt, also die liebe Goldschrift, dann trifft das auf jeden Fall meistens meinen Geschmack. Und so bin ich auch hier total positiv ja, überrascht, beziehungsweise freue mich einfach total auf das Buch, weil ich habe das schon mega, mega lange bei Rebuy versucht zu bekommen. Bestimmt. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber so 4, 5 Monate auf jeden Fall schon. Und es gab es halt immer nicht. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich es endlich habe. Machen wir weiter, dass das Video nicht so lang wird. Ah, sehr schön. Genau. Il Dico von Kürti Sternschanze. Ich mag ihren Schreibstil unglaublich gern. Ich habe von ihrem Mondscheintarif gelesen, ein Büchlein mit 148 Seiten. Das habe ich innerhalb von ein paar Stunden auch mal nachmittags auf der Couch zum Sonntag durchgesuchtet. Und es hat mich unglaublich gut unterhalten. Ich fand es, also es hat mich total zum Lachen gebracht, zum Schmunzeln gebracht. Und sie schreibt halt einfach wirklich coole Romane. Sie ist die Seelensanitäterin deutscher Frauen, schreibt der Stern. Cool. Ja, also das sind wirklich so Sachen, das ist natürlich nicht unbedingt wahnsinnig anspruchsvolle Literatur oder mit wahnsinnig viel Tiefgang, aber jetzt gerade für den Sommer, wenn ich sonntags so auf, also heute ist Sonntag und das Wetter ist blöd, in Anführungshäkchen. Es ist schwül, es ist bewölkt und es ist jetzt kein typischer, ich lege mich draußen in die Hollywood-Schaukel und lese einen Roman, sondern ich kuschel mich dann doch eher auf die Couch-Tag. Aber genau für solche Sonntage mag ich manchmal auch gern solche Bücher. Und gerade so draußen, wo man doch, ich sag mal, leicht abgelenkt wird. Oh, die Seiten sind ja mal weiß. Wow. Oh, hier ist auch sogar ein Bildchen mal dazwischen. Auch nicht schlecht, ne? Eine schöne Pusteblume. Sieht hübsch aus.
Gefällt mir gut. Nee, aber ich finde, wenn ich draußen liege und lese, da sind so viele Geräusche, so viele Stimmen. Vom Nachbar geht der Rasenmäher an, Autos, Stimmen, Rufe. Und dann kann ich mich nicht auf so einen wahnsinnig anspruchsvollen Roman konzentrieren. Ist mir einfach mal so bewusst geworden in den letzten Wochen bis Monaten. Und überhaupt auch, also ich muss dann schon einen kleinen Tuck mehr Ruhe haben, wenn ich sowas Anspruchsvolles lese. Wenn ich einfach nur so einen Roman durchlese, dann ist das cool. Oh, wow, geil. Hammer. Oh Gott, ich freue mich. Dark Wonderland von, wie heißt er, A.G. Howard. Herzkönigin, der erste Teil aus dem CBT Verlag. Ich habe dieses Buch auch schon ewig lange auf der Wunschliste liegen und freue mich mega, mega doll über genau diese Ausgabe. Die ist ja auch nicht so super neu, aber das Buch ist in einem richtig einwandfreien Zustand. Total top, also richtig klasse. Freue ich mich unglaublich drüber. Das ist ja, glaube ich, diese Märchenadaption in modern von Alice. Und die Cover finde ich so schön. Ich bin da ja auch so ein bisschen leicht anfällig. Ne? So, wie sagte neulich irgendein Booktuber, ein Coveropfer. Und ich glaube, in die Kategorie falle ich stellenweise auch mit rein. Ah ja, auch ein sehr schönes Buch. Helene Hanf hat geschrieben, 84, Charing Crossroad, eine Freundschaft in Briefen aus dem BTB Verlag. Und dieses Buch habe ich gesehen bei der lieben Nadine von dem Kanal Chocolate Pony, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Sie kann mega gut über Romane berichten und sie liest extrem tolle Bücher, nicht so viel Mainstream, nicht diese extrem geheimen Bücher, die ganz oft gezeigt werden. Und da kann ich mir gerne auch immer mal ein bisschen wieder Inspiration einfach von ihr holen und hier freue ich mich mega drauf. Also es ist halt wirklich einfach so ein Roman, der nur aus Briefen besteht. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gelesen in der Form. Also von daher lasse ich mich auch hier überraschen. Ich kann gar nicht so viel über den Inhalt sagen, ne? Also das hatte ich auch erwähnt. Ja, sehr schön. Von Sarah Kuttner, Mängelexemplar. Von dem Roman habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört. Es ist von vielen eines ihrer Lieblingsbücher. Ich kenne Sarah Kuttner eigentlich nur als MTV-Moderatorin oder Viva. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall als Moderatorin. Und ich hatte jetzt auch bei der Leipziger Buchmesse ein Buch, das aktuelle 180 Grad in der Hand. Und dann dachte ich, naja gut, war mir auch noch ein bisschen teuer, weil man muss ja auch ein bisschen wirtschaften und haushalten mit der Kohle. Und sie schreibt ja viel auch über so abgefragte Charaktere, über die Psyche des Menschen. Und wie gesagt, da habe ich halt im Moment so ein bisschen Bock auch drauf. Und wie gesagt, viele haben das Buch sehr, sehr hoch gelobt. Und jetzt habe ich es auch günstig bei Rebuy halt ergattern können. Da ist es mit in den Warenkorb gerutscht. Machen wir weiter mit einem Roman von Wolfgang Kerndorf, Chick. Das Buch ist auch in aller Munde gewesen. Der Kinofilm soll jetzt auch, ich glaube, im September starten und in die Kinos kommen. Auf jeden Fall finde ich auch hier die Thematik wieder interessant. Ja, genau. Also das interessiert mich total. Und wenn ich weiß, dass eine Buchverfilmung ansteht, dann will ich natürlich auch vorher das Buch gelesen haben. Ist ja klar. Ah, sehr schön. Noch ein tolles Buch von Roger Willemsen, Am Ende der Welt. Und dieses Buch, genau, Die Enden der Welt, habe ich bei der Weiterbildung, wo ich weiter weg war, in einer Buchhandlung namens Thalia empfohlen bekommen. Und zwar von einem, ja, netten Buchhändler. Dieses Buch habe ich eigentlich ursprünglich gekauft für die Freundin meiner Schwiegermama, denn sie bat mich, einfach mal ein Buch mitzubringen, was sie ihr denn schenken könnte. Und dann hat er von diesem Buch berichtet und dann dachte ich, das hört sich irgendwie interessant an. Also es geht ja auch um ja, viele verschiedene Länder, die bereist werden, um trotzdem auch eine Tiefgängigkeit, um einen schönen Schreibstil, der Roger Willemsen wohl angeblich haben soll. Und ich kannte ihn halt einfach noch gar nicht. Und er hat so geschwärmt von dem Buch. Und ich denke, Mensch, jetzt habe ich das, glaube ich, für 2,99 oder so bekommen. Und es ist auch noch nicht so wahnsinnig alt. Die Ausgabe ist, glaube ich, von 2015. Nee? Oh, fatal. Von 2011 ist das. Na gut, denn es ist ja ganz gut, dass ich das nur gebraucht gekauft habe für 3 Euro. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn Taschenbücher 10 Euro kosten und dann sind die aber schon 6-7 Jahre alt und ich bezahle da den vollen Preis für. Das sehe ich auch nicht immer so ein. Ah, okay. Tanja Stuner, Der Sommer, in dem die Zeit stehen blieb. Das hatte ich irgendwie gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das reingepackt habe. Ist aber scheinbar auch wieder eine schöne, einfach mal so zwischendurch Geschichte, ne? Mitten ins Herz und einfach mal so schön für den Sommer, ja, freue ich mich drauf.
Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, um was es da ging, aber ist auf jeden Fall aus dem Fischer Jugendbuch Verlag und die machen eigentlich immer ganz gute oder verlegen halt ganz gute Bücher. Mhm. Interessant sieht das Buch schon aus. Von Margaret Atwood, Die essbare Frau. Ihr seht schon, hier vorne steht drauf, reduziert für 2,95. Ich weiß jetzt nicht, was es tatsächlich gekostet hat. Auf jeden Fall, dieser Umschlag ist schon echt mega, ja, hässlich, ne? Also, das muss das echt, geht gar nicht. Egal, wichtig ist, dass der Inhalt stimmt. Das Buch habe ich auch auf jeden Fall, oh Gott, bei wem habe ich das gesehen? Die essbare Frau. Entweder war es von Buchgeschichten. Irgendwo habe ich auf jeden Fall dieses Buch gesehen und mir hat auch wieder diese, also der Inhalt auf jeden Fall extrem zugesagt und ja, freue ich mich natürlich ebenfalls drauf. Lasse ich mich überraschen. So ein bisschen was mit Tiefgang muss auch zwischendurch sein, finde ich. Und dieses Buch ebenfalls lange, lange auf der Wunschliste gestanden und ich bin so, so froh, dass ich es jetzt besitze von David Levithan. Wir sind dem Universum, nee, letztendlich sind wir dem Universum egal. Genau. Auch dieses Buch stand schon lange auf der Wunschliste und ich habe das irgendwie dünner in Erinnerung. Es ist doch ein bisschen dicker, als ich jetzt dachte. Es geht hier auf jeden Fall, glaube ich, um die Thematik der Homosexualität. Hat nur 390 Seiten. Ach naja, das geht ja nicht. Oder ist das so? War das so? Ist das so? Nee. Egal. Ich werde es einfach lesen und dann werde ich es euch berichten. Peinlich, peinlich, ne? Wenn man noch nicht mal weiß, was man bestellt hat. Ach so, genau. Jetzt auch hier ein kleines Anekdötchen von Cass Morgan, die 100. Hier habe ich übrigens das dritte Buch als Rezi-Exemplar bekommen. Und ganz clever, habe natürlich den ersten und den zweiten Teil weder hier noch gelesen. Jetzt habe ich den ersten endlich mal hier. Ich habe aber die erste Staffel schon durchgesuchtet und war mega, mega angetan von dieser Serie. Die Protagonisten, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube, das habt ihr auch schon relativ oft gesehen. Es ist auch nicht mehr so wahnsinnig neu, die 100. Machen wir weiter. Ah, das ist, genau. Soul Beach, Frostiges Paradies, Band 1. Ich dachte eigentlich, ich hätte die als Hardcover bestellt. Na, ist ja auch nicht schlimm. Jetzt habe ich als Taschenbuch zumindest schon mal den ersten Teil. Ist, also sieht ungelesen aus, hat keine Leserille, hat ja nur den Mängelexemplarstempel. Klingt unheimlich gut, soll ein guter Jugendthriller sein aus dem Löwe Verlag. Gleich ist übrigens die Zeit abgelaufen, deswegen eile ich geschwind jetzt durch die letzten Bücher hier. Ist auch nicht mehr viel. Mein erstes Layman-Buch, Richard Layman, das Spieltaschenbuchausgabe. Ich habe schon ganz oft bei Matt's Books und Paddy Love Books diesen Richard Layman ja, sehr gelobt oder, ja, wie soll ich sagen, schmackhaft bekommen. Schmackhaft gemacht bekommen. So ist richtig deutsch, ne? Hm, Sandy, genau. Ich freue mich einfach. Ja, ich habe schon viel Gutes gehört und genau, muss auch mal ein bisschen was mit Horror sein. Da bin ich in dem Genre nämlich noch gar nicht unterwegs gewesen. Ich habe weder so viel irgendwie Stephen King. Ich habe ja mal ein Hörbuch von ihm gehört, abgebrochen. Oje. Oje, das Cover ist... Oje. Jeffrey N. Keine Ahnung, wie steht der noch irgendwo anders. Jeffrey Eugenides. Eugenides, die Liebeshandlung. Ihr seht es gerade schon, ne? Man kann es irgendwie voll nicht lesen, wenn man das hier so sieht. Auf jeden Fall auch wieder ein Buch, dessen Rat ich irgendeines Booktubers gefolgt bin. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Es scheint auch sehr ungelesen zu sein, es hat keine Leserille. Es geht auf jeden Fall im Amerika, Anfang der 80er, Liebesgeschichte zu Büchern, Liebe zu Büchern. Klingt gut. Auf jeden Fall ist das der neue große Roman vom Autor des Welterfolgs Middlesex. Ach so, genau, das Buch wollte ich übrigens auch bestellen. Und dann hat es Rebuy aus meinem Warenkorb rausgepackt, weil es irgendeiner mir weggekauft hat. Furchtbar. Immer diese Wegkäufer bei Rebuy. Auf jeden Fall auch ein schönes Büchlein mit Tiefgang. Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Die Erzählung über den Sinn des Lebens. Ein Buch, was ich schon ganz oft in der Hand hatte, schon mehrere Male aus dem Warenkorb wieder rausgekickt hat. Und dann hat es Agathe Knoblauch vorgestellt, rezensiert und so geschwärmt davon, dass ich gedacht habe, so, und das muss jetzt mit. Wir sind im Endspurt, Leute, wir sind im Endspurt. Matt Haig, ich und die Menschen. Matt Haig, ebenfalls ein großartiger Autor, von dem ich bislang noch nichts las. Ich habe mir auch schon mehrere Rezensionen angehört und jeder ist begeistert von ihm. Und demzufolge auch hier ein Buch, Taschenbuchausgabe. Oh, was ist das denn hier? Pfui, und so eine Staubflusel.
Auf jeden Fall lustig, philosophisch und romantisch. Ein Roman mit einem ganz großen Herzen, okay? Also auch so ein bisschen, glaube ich, wieder nach der Frage des Sinn des Lebens. Katastrophe, sterblich, wunderbar, okay. Ja. Ich bin gespannt und lass mich überraschen. Seht ihr das schon? Es stapelt sich. Nee, ihr seht es noch nicht, ne? Also hier, auf der Höhe bin ich jetzt. Ja, ist interessant. Wichtig ist, wo verstaue ich die Bücher? Ihr kennt ja mein Wohnzimmerschrankwand, ne? Was ja kein wirkliches Bücherregal ist. Ah ja, sehr günstig bekommen von Rachel Joyce, Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Ich weiß nicht, das hat mich mal einen Euro gekostet. Ich bin mega, mega gespannt auf diesen Roman. Hab schon viel Gutes davon gehört. Hab das auch in der Buchhandlung schon mehrfach in der Hand gehabt. Und freue mich jetzt einfach, dass ich es bald lesen darf. Genau. Er macht hier irgendwie eine Reise, 1000 Kilometer zu Fuß, okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, Leute, das war's. Der Karton ist leer. Die Rechnung habe ich auch bezahlt. Also macht auch Sinn, was ich eigentlich sagen wollte. Die Rechnung liegt hier nicht drin. Also wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, was die Bücher genau gekostet haben. Aber ich denke, das ist auch echt nicht so wichtig. Ihr habt die Bücher gesehen, die ich gekauft habe. Das war erstmal wieder eine große Bestellung. Und jetzt reicht es auch wieder für die nächsten Monate. Man will es ja auch nicht übertreiben und man muss ja auch die Bücher erstmal lesen. Wenn ihr die Bücher kennt oder überhaupt irgendeine Meinung habt zu einem dieser Bücher, welches ihr empfehlen würdet, welches ihr vielleicht blöd fandet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten freue ich mich tierisch über diese Bestellung und wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin, ciao.